Geschichte geschieht nicht einfach, sie wird von uns gemacht. Diese zwei Sätze stehen über der Woche des Gedenkens des Bezirks Hamburg-Mitte. Ergänzt werden kann, Geschichte wird von jeder und jedem von uns gemacht. Jede Geschichte ist wichtig und jeder Mensch kann im Rahmen seiner Möglichkeiten Geschichte gestalten. Erinnerung ist für den einzelnen Menschen wie für eine Gemeinschaft von großer Bedeutung. Ohne Kenntnis der Vergangenheit kann man die von Geschichte geprägte Gegenwart nicht verstehen und die Zukunft nicht gestalten. Dafür ist es wichtig, die Geschichte zu kennen und zu erkunden, gerade da, wo man lebt. Dazu bietet seit mehr als 4 Jahrzehnten der Geschichtswettbewerb der Körber-Stiftung um den Preis des Bundespräsidenten eine gute Möglichkeit. Denn es geht hier um das konkrete Erforschen der Geschichte am Ort und in der Familie. Historische Forschung, gerade auch von Schülerinnen und Schülern, ist wichtig für unsere Demokratie. Angesichts der Herausforderungen und der Bedrohungen für unseren demokratischen Rechtsstaat, angesichts von Populismus, Antisemitismus und Rassismus, können wir aus der Geschichte lernen, wie mit solchen Situationen in der Vergangenheit umgegangen worden ist und wo wir wachsam sein müssen. Wir müssen die offene, tolerante Gesellschaft gegen Intoleranz, Hass, Ausgrenzung und Verfolgung verteidigen und erhalten. Dabei hilft die Erinnerung an das Dritte Reich und dessen Vor- und Nachgeschichte. Geschichte bietet uns einen riesigen Schatz an Erfahrungen und Wissen an. Der Blick in die Geschichte zeigt Situationsmuster auf, in denen gehandelt werden konnte und musste. Er schärft so den Blick für Diskriminierung und Verfolgung, für Entrechtung und strukturelle Gewalt in der Gegenwart. Dazu tragen auch die Arbeiten von Schülerinnen und Schülern bei. Die 27. Ausschreibung des Geschichtswettbewerbs des Bundespräsidenten und der Körber-Stiftung hatte das Thema Bewegte Zeiten, Sport macht Gesellschaft. Corona-bedingt gab es für die vielen Teilnehmenden sehr große Herausforderungen wie Homeschooling, Kontaktbeschränkungen, geschlossene Archive und Bibliotheken, also nur sehr eingeschränkte Besuchs- und Recherchemöglichkeiten. Daher freut es mich ganz besonders, dass allein in Hamburg 100 Beiträge von der Grundschule bis zum Gymnasium eingereicht wurden. Ein paar der Teilnehmenden haben wir gebeten, in diesem Beitrag für die Woche des Gedenkens in kurzen Videos von ihren Projekten zu erzählen. Ich selbst habe mich im Alter von 14 Jahren als Schüler an diesem Wettbewerb beteiligt. Das Thema war der demokratische Neubeginn 1945, zu dem ich mit zwei Mitschülern eine Arbeit über die Hamburger Kammerspiele und ihre Intendantin Ida Ehre verfasst habe, die auch einen Bundespreis bekommen hat. Ich habe dann, dadurch angeregt, nach dem Abitur Geschichte studiert, bin Archivar geworden und engagiere mich jetzt für den Wettbewerb als Koordinator einer Landesjury. Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern viel Erfolg beim Wettbewerb. Ich bin Valentina Münchow, ich bin 17 Jahre alt und komme aus Hamburg. Ich gehe aufs Gymnasium Blankenese und mache jetzt in ein paar Wochen mein Abitur. Hallo, ich bin Lotte Weinhardt, ich bin 18 Jahre alt und gehe auch aufs Gymnasium Blankenese und mache hier dann in Hamburg in ein paar Wochen mein Abitur. Gemeinsam haben wir für den Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten und der Körber-Stiftung eine Ausarbeitung zu dem Thema Hockeysport und Ausgrenzungen zur Zeit des Nationalsozialismus verfasst. In unserem 50 Seiten langen Beitrag behandeln wir, wie die Machtübernahme der Nationalsozialisten sich auf den Hockeysport und die jüdische Sportbewegung in Hamburg auswirkt. In den mehreren Monaten unserer Recherche hatten wir das Glück, auf viele offene, interessierte und sympathische Menschen zu treffen. Im Mittelpunkt unseres Beitrags standen vor allem auch die drei Hamburger Hockeyvereine SC Viktoria, Alster und HTHC. Ehrenmitglieder und andere Vereinsmitglieder dieser Vereine halfen uns dabei, die Vereinsgeschichten dieser Vereine zu entschlüsseln. Durch unsere eigenen heutigen Erfahrungen in Hockey- oder anderen Sportvereinen hier in Hamburg waren wir zu Anfang unserer Arbeit fest davon überzeugt, dass genau diese Hockeyvereine zur damaligen Zeit der Nationalsozialisten nicht aktiv an den Ausschlussprozess der jüdischen Bevölkerung beteiligt waren. Demnach starteten wir mit folgender These in unserer Arbeit. Waren Hamburger Hockeyvereine Orte der Normalität für Arier sowie Nicht-Arier, an denen frei von der Politik Sport getrieben wurde, oder Spiegel der antisemitischen Ausgrenzungspolitik der Nazis? Die meiste Zeit unserer Recherche verbrachten wir im Hamburger Vereinsarchiv, wo wir Einblicke in die Vereinsakten der jeweiligen Vereine erlangen durften. Hier achteten wir vor allem darauf, ob es Arier-Paragraphen oder diskriminierende Satzungen gegeben hatte. Durch Gespräche von Kindern mit Zeitzeugen oder Befreundeten von Zeitzeugen erhielten wir zunächst Zuspruch zu unserer These, dass Sportvereine Orte der Normalität für Arier sowie Nicht-Arier darstellten und somit keine aktive Ausgrenzungspolitik betrieben. Im Verlauf unserer Recherche änderte sich unser Blickwinkel auf diese These jedoch.
Während wir die Vereinsakten in den Vereinsarchiven durchforsteten, stießen wir vor allem auf Einheitssatzungen der Nationalsozialisten, aber auch auf Dokumente, Briefwechsel oder Niederschriften, die ganz klar antisemitisches Verhalten innerhalb der Vereine aufzeigen. Nachzuweisen, dass wirklich jüdische Sportler aus den Hamburger Hockeyvereinen ausgegrenzt wurden, stellte sich zunächst schwierig heraus, weil solche Ausgrenzungen natürlich nicht immer schriftlich festgehalten wurden und wenn in anderen Formen. Jedoch wurde uns anders als erwartet klar, dass auch die Hamburger Hockeyvereine Orte der Ausgrenzung waren. Was uns schnell auffiel, war, dass wir die drei Hockeyvereine nicht in den gleichen Topf werfen konnten. Denn sie unterschieden sich nicht nur in der Radikalität der Umsetzung, sondern auch ließen sich zeitliche Unterschiede aufweisen. Der Hockeysport, gerade hier in Hamburg, mit dem wir eigentlich Spaß, Freundschaft und vor allem gute Laune assoziierten, wurde durch den Geschichtswettbewerb für uns in ein ganz anderes Licht gerückt. Für Lotte und mich sind Sportvereine wie ein zweites Zuhause, Orte, an denen wir sorgenbefreit und frei vom Alltag Sport treiben können. Unsere Recherche am Geschichtswettbewerb hat uns gezeigt, dass dies leider nicht für alle immer so war. Abgesehen vom Inhaltlichen haben wir aber auch durch den Geschichtswettbewerb viel Persönliches gelernt. Das waren vor allem Dinge wie Teamfähigkeit, Offenheit, Hartnäckigkeit, Ausdauer, Freude am Schreiben, aber auch Schreiben unter Zeitdruck. Was sich ebenfalls als sehr wichtig erwiesen hat, ist, dass man vor allem als Schülerin oder junger Mensch keine Angst hat, auf ältere Leute zuzugehen und da eben die Begegnung vor allem sucht. Man muss dazu bereit sein, offen zu sein, mit Zeitzeugen in Kontakt zu kommen und auch über schwere Zeiten reden zu können. Was wir aber vor allem auch beachten mussten, ist, dass wir eine gewisse Distanz zu den mündlichen Quellen bewahren, weil jeder eine subjektive Ansicht auf die Dinge hat. Insgesamt hatten wir eine ganz tolle Erfahrung während und nach dem Schreiben des Beitrags. Und wir hoffen, dass es viele Leser und Leserinnen gibt, die diesen Beitrag interessant finden und ihn mit Begeisterung lesen werden. Moin! Zunächst begrüße ich Sie als Maximilian Sander. Ich bin 17 Jahre alt und besuche das Hamburger Gymnasium Buchhorn. Im Rahmen des Geschichtswettbewerbs bin ich grundsätzlich alleine vorgegangen und habe mich mit dem Themenkomplex »Wie hat sich der Hamburger Leistungsfußball durch den Nationalsozialismus verändert?« beschäftigt. Um dies zu verdeutlichen, bin ich zunächst auf die Lage des Fußballs vor der Zeit des Nationalsozialismus eingegangen, also die Zeit der Weimarer Republik. Anschließend habe ich die politischen bzw. gesellschaftlichen Rahmenveränderungen dargestellt und habe diese auf die drei damaligen Vereine Hamburger SV, FC St. Pauli und Eimsbüttler Turnverein bezogen und die Umstellung dieser drei Vereine näher beleuchtet. Meine Arbeit setzt sich darüber hinaus aus einigen Büchern der Hamburger Stabi und aus einigen Zeitungsartikeln aus dem Hamburger Staatsarchiv zusammen. Was mir an dem diesjährigen Geschichtswettbewerb sehr gefallen hat, war natürlich der Themenkomplex Sport und Geschichte. Da ich mich grundsätzlich für Fußball und den Nationalsozialismus interessiere, konnte ich das natürlich jetzt auf Papier bringen und mich näher mit dem Themenkomplex beschäftigen. Was auch noch sehr interessant war, war das wissenschaftliche Arbeiten, was natürlich für das spätere Leben bzw. auch das vielleicht anstehende Studium sehr wichtig ist. Nach Abschluss meiner Arbeit konnte ich nun zu dem Ergebnis kommen, dass der Fußball und der generelle Sport durch den Nationalsozialismus sehr verändert worden ist. Und darüber hinaus war dieser nicht wirklich als Sport angesehen, sondern mehr als Leibesertüchtigung, der die Gesellschaft im Endeffekt auf den Zweiten Weltkrieg vorbereiten sollte. Mein Name ist Kai. Ich würde gern etwas über den Bobsport meines Uropas herausfinden. Haben Sie noch ein paar Fotos mit seiner Mannschaft oder andere Dinge? Hallo, mein Name ist Leni. Ich habe über meinen Opa geforscht, der in den 70er Jahren in Ahrensburg im ATSV Fußball gespielt hat. Leider gab es keine Bilder mehr dazu. Deswegen musste ich mir viele im Internet zusammensuchen. Aber ich habe dabei gelernt, dass damals im Fußball auf gar keinen Fall Mädchen mitspielen durften. Mir hat es sehr Spaß gemacht. Hallo, mein Name ist Josie und meine Mutter hat Kanu-Leistungssport gemacht. Ich habe als erstes ganz viele Informationen über meine Mutter herausgefunden und dann habe ich aus dem Internet noch ein paar gefunden. Ich habe auch noch geguckt, ob ein Unterschied zwischen der DDR-Zeit, bei dem Verein gab es auch schon in der DDR-Zeit, ob es da einen Unterschied gab zwischen der DDR-Zeit und nach der DDR-Zeit.
Hallo, ich bin Arno und ich habe über meinen Opa geforscht, besser über den Sport, den er getrieben hat. Und das ist Judo. Ich habe es so gemacht. Erstens, ich habe bei Google erstmal ein paar Informationen gesucht und sie dann zusammengeschrieben. Zweitens war, ich habe mit meinem Opa einen Interviewtermin ausgemacht und alles vorbereitet. Und das Dritte, dann kommt das Interview. Da haben wir vorher nochmal besprochen, was ich frage und wie wir das machen. So, ich fand sehr schön dabei das Interview. Hallo, mein Name ist Ara und meine Oma war Turmspringerin und ich habe erfahren, dass sie das heimlich gemacht hat. Sie hat das in den 60er Jahren gemacht und es war für mich sehr schwer, Informationen über das Turmspringen in Armenien herauszufinden. Ich bin Bruno. Mein Opa war Fußballer in Polen. Ich habe alle Infos aus dem Internet herausgefunden, weil das wegen Corona nicht anders ging. Leider gab es keine Fotos mehr. Das Forschen hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe meinen Opa interviewt, der in den 60er Jahren Fußball gespielt hat. Ich habe nur Privatfotos von ihm. Ich heiße Anuja. Ich habe über meine Oma geforscht, die in den 70er Jahren in Afghanistan Basketball gespielt hat. Es war sehr schwer, aus der Zeit Materialien zu finden. Meine Oma hat leider keine eigenen Fotos mehr, da sie im Krieg verbrannt sind. Aber die Schule, auf die meine Oma in Herat gegangen ist, die gibt es noch. Und dort habe ich angerufen. Leider hatten sie dort auch keine Fotos mehr. Ich habe aber gelernt, dass es besonders war, dass meine Oma in der Zeit Basketball spielen konnte. Hallo, ich bin Alina. Ich habe über den Sport meiner Oma geforscht. Sie war in den 50er Jahren in Bochum Hobbyschwimmerin. Ich habe herausgefunden, dass das Hallenbad nach dem Zweiten Weltkrieg eins der ersten war. Meine Oma hat immer ganz begeistert von dem Schwimmbad erzählt. Ich hätte nie gedacht, dass ein Hallenbad so viel Bedeutung haben könnte. Hallo, ich heiße Lil und ich habe über meinen Opa geforscht. Der war nämlich Fußballspieler. Er hat in den 70er Jahren in Neudarchau Fußball gespielt. Neudarchau lag an der Grenze zur DDR. Mein Opa hat immer gesagt, man konnte nichts außer Fußball da machen. Das Stadtarchiv hat geantwortet, sie haben was gefunden. Ich bin Fabian, ich gehe in den 9. Jahrgang der Heinrich-Hertz-Schule und wir haben uns beim Geschlechtswettbewerb mit dem Swing-Tanz der 30er und 40er Jahre beschäftigt und durch die Verfolgung durch die Nazis. Dabei ist mir ein interessanter Punkt aufgefallen, und zwar, dass Heinrich Himmler, einer der obersten Anführer der NS, tatsächlich ein begeisterter Swing-Tänzer war, aber trotzdem radikal gegen den Swing-Tanz vorgegangen ist und ihn wirklich komplett zerstören wollte, also dass in Deutschland überhaupt nicht mehr getanzt wird. Da haben wir erstmal uns das Oberthema angeguckt, dann haben wir viele Begriffe gesammelt in einer Mindmap und dann haben wir die Mindmap in Unterthemen aufgeteilt und dann wurde die Klasse aufgeteilt zu den entsprechenden Unterthemen. Da gab es zum Beispiel die Gruppe mit der Hitlerjugend, wie die sich verhalten hat, aber auch Vergleiche zur heutigen Zeit und wie das eventuell Parallelen geben könnte. Zum Beispiel Black Lives Matter, da haben wir uns zwei Videos angeguckt, wie Menschen in Amerika mit Tanz, wieder ausgedrückt, protestiert haben und gegen Unterdrückung der Schwarzen und so. Und das passt ja genau zum Thema, weil damals wurde der Zwingtanz ja auch als politische Statement quasi genutzt. Ich bin Jan Frederik, gehe auf die Heinrich-Hertz-Schule und bin in Klasse 9. Unsere Forschungsfrage war an sich ja das Überthema Sport. Und unsere Klasse hat sich dem Thema Swing angenommen. Also, was macht ihr denn gerade im Geschichtsunterricht? Zurzeit beschäftigen wir uns mit dem Thema Swing vor dem und während des Zweiten Weltkriegs. Und dazu machen wir auch gleichzeitig beim Geschichtswettbewerb mit, wo wir Informationen über Swing sammeln und daraus ein Projekt machen. Und was habt ihr in den letzten Wochen dazu jetzt bearbeitet? Also wir haben bestimmte Texte von unserer Lehrerin bekommen oder auch in Büchern darüber gelesen
und haben das dann alles in Stichpunkten aufgesammelt und werden das alles am Ende zusammentragen. Besonders hat mir auch Spaß gemacht, dass man nicht mehr diesen, wenn man so möchte, stumpfen Frontalunterricht im Geschichtsunterricht hatte, sondern dass man halt eher das hatte, okay, hier hast du ein Thema und jetzt dürft ihr euch was dazu erarbeiten. Wir haben schon sowieso relativ viel verschiedene Unterricht gemacht, dadurch, dass unsere Klassenlehrerin und auch Geschichtslehrerin relativ gut mit auch digitalen Medien umgehen kann, was auch uns schon mal Sachen ermöglicht hat. Aber dass man einfach für länger als eine Doppelstunde am Thema sitzt und dann halt auch im Grunde viel mehr erfährt, auch wenn es nur unwichtige Nebenfakten sind. Hallo, ich bin jetzt Steffen, ich bin 18 Jahre alt und gehe auf das Gymnasium Bocholt in Hamburg. Ich habe dieses Jahr alleine am Geschichtswettbewerb der Körperstiftung teilgenommen. Ich habe beim diesjährigen Geschichtswettbewerb zu der Frage geforscht, welche gesellschaftliche Bedeutung hatten jüdische Sportvereine zwischen 1933 und 1938. Dabei habe ich mich ganz besonders auf Hamburg fokussiert. Methodisch bin ich so vorgegangen, dass ich viele literarische Quellen genutzt habe, also viel auf jüdische Turnerzeitungen oder Zeitschriften aus der Zeit mich fokussiert habe. Gleichzeitig habe ich aber auch zwei Interviews geführt, einmal mit dem jüdischen Sportler und Holocaust-Überlebenden Shaul Adani und einmal mit Noam Petri aus dem Jugendvorstand von Maccabi Deutschland. Inhaltlich bin ich zum Ergebnis gekommen, dass jüdische Sportvereine viele unterschiedliche Funktionen hatten, dass teilweise da auch so große Differenzen entstanden, dass einige Vereine eher eine integrative Funktion hatten, während andere eher eine politische hatten. Insgesamt kann man aber sagen, dass eigentlich alle auch eine persönliche Funktion, eine persönliche Bedeutung hatten. Insbesondere dadurch, dass eben eine gemeinsame Zugehörigkeit dadurch entstand, dass es eben diese Fremdzuweisung gab durch die Nationalsozialisten, aber eben auch die eigene Selbstwahrnehmung aus dem eigenen kulturellen Hintergrund, was sich quasi so eine gemeinsame Interessenbildung bildete. Für den Zeitraum 1933 bis 1938 habe ich mich deshalb entschieden, weil 1933 unter Anwendung des Aria-Paragraphen Juden aus öffentlichen Vereinen ausgeschlossen wurden und 1938 nach der Reichspogromnacht fast alle jüdischen Vereine verboten wurden. Und dabei ist dann auch interessant 1936 Olympia, weil man sehen kann, wie die Diskriminierung im Sport vorher noch versucht wurde, uns quasi zurückzuhalten, um Olympia nicht zu gefährden, danach aber dann wieder im schwereren Ausmaß quasi voranschritt. Mein Blick auf mein Thema hat sich durch den Geschichtswettbewerb insofern verändert, dass ich mir auch viele Gedanken zu der Leitfrage des Geschichtswettbewerbs gemacht habe und gemerkt habe, dass bei meinem Thema persönlich eher der Satz Gesellschaft macht Sport statt Sport macht Gesellschaft passend ist. Einfach weil ich gemerkt habe, was für eine große Auswirkung die gesellschaftlichen Diskriminierungen auch auf die Sportbewegung hatten. Trotzdem fand ich es beeindruckend, was für eine lebendige Sportgemeinschaft quasi entstand und wie man das auch an intravereinlichen Kooperationen nachvollziehen kann. Außerdem fand ich es sehr, sehr spannend, dass diese Sportbewegung gar nicht unbedingt dazu diente, andere Leute davon zu überzeugen oder die Fremdwahrnehmung zu ändern, sondern eher es darum ging, auch ein eigenes Selbstbewusstsein, ein eigenes Selbstvertrauen aufzubauen, was ich auch sehr, sehr beeindruckend fand. Mir persönlich hat an der Teilnahme am Geschichtswettbewerb ganz besonders das historische und das selbstständige Arbeiten gefallen. Dabei das Arbeiten mit unterschiedlichen Quellen und quasi, dass sich diese Quellen dann irgendwie zusammen ergänzen und zu so einem großen Ganzen werden. Außerdem, dass ich mehr über meine Stadt herausfinden konnte, mehr über die Geschichte von meiner Heimatstadt. Und ganz, ganz besonders auch die Menschen, die ich kennengelernt habe und die ich vor allem auch durch die Interviews kennengelernt habe, mit denen ich vielleicht sonst niemals gesprochen hätte, was aber für mich persönlich eine totale Bereicherung war.